Sonntagnachmittag ein Wort. Ja, huu nach da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade V20. Jo, wir spielen in dem heutigen Chicago und wir, das bin nicht ich alleine, sondern ja, ich spiele zusammen mit der Sera als Emma Williams, heute mit dem Joe zusammen klein, weil ihr habt ja kein Bild, da müssen wir euren Bild auch nicht super groß machen, aber ihr seid da, hallo! Boah. Ja, und dann habe ich noch dabei den Joe, wie gesagt, als William Andrews oder auch genannt Mortifer Morse. Wrestling Champion of the World und so. Ja, den Titel habe ich jetzt mal weggelassen. Gut, dann habe ich den Mischka als Jonathan Bauer. Guckt gerade ein bisschen wie so ein Maulwurf in die Kamera. Ja, guten Abend zusammen. Ja. Und Leopardin 202 als Melina Farinadis. Guten Abend zusammen. Ja, wir befinden uns in Chicago der Neuzeit. Und unsere Vampire sind nicht mehr allzu frisch hinter den Ohren, sind schon noch frisch, aber nicht mehr zu frisch. Wir haben schon einiges erlebt in Chicago, haben den Prinzen vor seinem Lieblingsghoul gerettet und haben auch noch andere interessante Dinge erlebt zwischendurch, finden sich gerade zurecht damit, dass sie mehr oder weniger Schwierigkeiten haben mit dem mit der Camarilla in Chicago. Obwohl der Prinz sie jetzt ohne Ende mag, scheint es da Leute zu geben, die den Prinzen nicht mögen und die Lieblinge des Prinzen halt auch nicht. Und naja, das ist halt ein Problem. Außerdem müssen sie sich gerade um ein Vampirküken namens Portia kümmern und da entdecken sie gerade neue Elternqualitäten, würde ich sagen. Nicht zu vergessen, dass noch andere Dinge passiert sind und ja, ich glaube, der Jonathan wollte euch erzählen, was beim letzten Mal denn so anging. Ja, richtig. Das letzte Mal war etwas verstörend, wenn das richtige Wort ist. Ich nehme es jetzt einfach mal. Wir begannen damit, dass William sich ein blutiges Steak zum Abholen bei der Pizzeria Alfonso in der Main Street 12 bestellte
und sich danach, weil er vorher etwas anderes aß, sich in Emmas Wohnzimmer übergab. Was jetzt Emma nicht so toll fand, deswegen ihre Putzfrau anrief. Aber dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall, um dieses blutige Steak abzuholen, sind dann William und Jonathan zu Alfonsos gefahren, haben sich auf der Fahrt übers Nähren unterhalten. Dabei sagte dann Jonathan, dass er da dafür einen Gegenstand hat. Aber wohl trotzdem William grundlegend erklären kann, wie das Nähren ohne solche Artefakte funktioniert. Das klappt mehr schlecht als recht. Wir haben das auch noch nicht großartig getestet, außer in der Pizzeria. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich dazu. Wir sind dann in diese Pizzeria rein. Beziehungsweise erst zwischendurch, weil auf der Fahrt kam dann die Putzfrau zu Emma. Die beseitigte das Malheur und fand einen Diamantschneider, der als solcher nicht erkannt wurde, sondern als Gegenstand mit dem Fragezeichen drüber erstmal im Raum stand. Aber das haben wir später als Diamantschneider, sprich Glasschneider mit Diamantspitze, erkannt. Zurück bei der Pizzeria wies uns Siri aka Alexa darauf hin, dass wir das Schild der Pizzeria lesen sollten und es ist nicht nur Alfonsos, sondern Alfonso Giovanni. Das ist jetzt minder spannend bzw. minder schön. Da hat dann Jonathan sich überlegt, dass man doch sich schnell verziehen sollte, also zahlen und verziehen sollte, aber wenn ich mich recht erinnere, hat William noch irgendetwas gemacht. Ich glaube, sich an einem der Angestellten dort genähert. Ist das richtig? Ja. Also, er hat Blut entnommen, er hat es nicht nur versucht, oder? Wenn ich das richtig erinnere. Ich glaube schon, ja. Ja. Gut, wie dem auch sei, währenddessen wir dann dort jetzt nicht geflohen sind, aber zumindest uns zeitnah entfernt haben mit gebotener Eile, sah Portia auf dem Nachbarsdach von der Wohnung von Emma aus einen Wasserspeier und machte die beiden Mädels darauf aufmerksam. Auf der Heimfahrt musste William unbedingt noch eine rosa Hülle für Alexa besorgen, was sie natürlich sehr kleidsam macht, denke ich. Außerdem kam der Kaiser noch zu Emma zu Besuch und verkündete, dass wir wegen Maskeradebruch angeklagt werden. Jonathan und William kamen dann wieder dazu. Jonathan fand heraus, dass der Gegenstand, der dort gefunden wurde von der Putzfrau, tatsächlich ein Glasschneider ist, allerdings mit einer arabischen Gebrauchsanleitung, was zumindest nach Vorstellung von Jonathan, glaube ich, oder von Melina, ich bin jetzt nicht sicher, auf die Asamiten hinweist. Irgendeiner hatte das gesagt. Und der Task wäre jetzt, Informationen zu bekommen über diese Anklage, warum, welches genauen Vorkommens wir wegen Maskeradebruch angeklagt sind. Nicht, dass es da so ein paar Möglichkeiten gäbe, aber was die anderen nicht wissen, macht sie nicht heiß. Wir müssen jetzt mal rausfinden, um was es geht. Und gucken, ob wir da Präzedenzfälle bzw. entkräftende, Gründe dagegen finden. Außerdem konnten wir in Anführungszeichen Mama Emma darüber zu überreden, dass Portia ja mit zu Maureen fahren darf, die, ich glaube, nur William und ich jetzt besuchen wollen, um mehr über diese Anklage herauszufinden. Ja, das ist alles, was ich noch da habe, gerade so. Ich lege ein Veto gegen den Titel Mama ein. Na gut. Ausnahmsweise. Ja, wo befindet ihr euch denn jetzt gerade in diesem Augenblick? Noch in der Wohnung sein, oder? Ich meine auch, wir werden noch in der Wohnung. Seid ihr alle in der Wohnung und ganz am Ende der letzten Sitzung, das habt ihr gerade ein bisschen unterschlagen, ist, habt ihr im Fernsehen, beziehungsweise besonders William hat im Fernsehen etwas Besonderes noch gesehen. Nämlich sich selbst.
obwohl er gar nicht da ist, wie er den Wrestling-Titel gewinnt. Da kann man glatt denken, dass man fort wird. Wäre es nicht so gewesen, dass auch die anderen das gesehen haben. Ja. Dann könnte man davon ausgehen, dass du verrückt geworden bist, ja. Ja, und viel schlimmer noch, du hast nicht nur den Wrestling-Titel gewonnen, sondern ja, dein alter Ego, nenne ich es jetzt mal, hat vor laufenden Kameras einen Wrestler ausgetrunken. Und ich denke mal, ein bisschen geschockt werdet ihr jetzt auf den Fernseher starren, wo dieses Bild sich gerade da feilbietet. Ja, in der Tat. Über den Fernseher anstarren, dann zu William, dann wieder zu Fernseher, dann wieder zu William, dann zu den anderen beiden, dann wieder zu Fernseher, dann wieder zu William. William, das bist nicht du, weil du bist ja du. Also hier, der du bist du und der in dem Fernseher ist nicht du. Oder bist du du in dem Fernseher? Ich boxe William mal gegen den Oberarm und würde sagen, hey, sag mir, dass das nicht du bist. Ich muss schon sagen, das irritiert mich jetzt ein wenig. Ich meine, ich bin gerne Wrestling Champion of the World von der größten Company der ganzen Welt. Aber ich bin ja hier, vermute ich mal. Oder nicht? Kann ja auch eine Aufzeichnung sein. Aber dann stand da oben rechts nicht live. Ach, die faken doch, wo sie können. Sag mir jetzt ernsthaft, hast du diese Scheiße aufgenommen oder ist das irgendein kranker Wichser? Ich habe gar nichts aufgenommen, das ist live. Da steht's und ich weiß genau, dass ich Mortifer Moss, Wrestling Champion of the World, aber nicht von der Company bin. Hier stimmt was nicht. Wie kann so eine kranke Scheiße denn passieren? Und ich schaue auch so ziemlich geschockt auf den Fernseher. Siri, Alexa, sagt mir sofort, wer ist Wrestling Champion of the World, der größten Company der Welt? Ja, es gibt ein Pling und dann wird gesucht und es dauert eine ganze Zeit lang und laut aktuellen Ergebnissen ist der World Wrestling Champion der World, wie heißt denn hier, WWE? Ja, World Wrestling, ja, World Association Entertainment ja. Mortifer Moss. Ich bin tatsächlich Wrestling Champion of the World. Ja, mein Traum ist wahr geworden. Ich boxe ihn wieder gegen den Oberarm und sage, das bist nicht du. Aber guck doch, der sieht genauso aus wie ich, also muss ich das sein. Wenn du das wärst, hättest du jetzt eine Menge Kacke am Hintern. Aber warum? Weil die Person im Fernseher einen Mord begangen hat, gerade vor laufenden Kameras und wir sind in einem Staat, in dem es die Todesstrafe gibt. Ich sag mal nichts zu dem Maskeradebruch. Ja. Ich war das nicht. Ich bin nur Wrestling-Champion. Ja. Meint ihr, das ist der Grund, warum wir vor den Rat zitiert werden? Aber wenn das jetzt gerade live ist, muss das noch einen anderen Grund geben. Und das ist jetzt der zweite Maskeradebruch, den man uns anhängen will. Vielleicht hat dieser Typ da schon vorher Scheiße gebaut in seinem Namen und ich zeig auf William. Unpassend wäre das ja nicht. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht selbst ein paar kleine, also kaum auffällige Maskeradebrüche begangen. Also Jura hast du nicht studiert, oder? Als Nebenfach.
Dann solltest du wissen, dass man nicht über seine Schuld redet. Es ist doch niemand da, der uns anklagt gerade, oder? Wir sind ja unter uns. Und da sollte man über die Fakten sprechen. Ich zeig mal auf dieses Vieh, was da draußen auf dem anderen Hochhaus sitzt. Das ist definitiv außer Hörreichweite. Das sagst du. Ich hätte auch nicht geglaubt, dass es einen zweiten William gibt. Ja, das ist wahrscheinlich eine vampirische Kraft. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es auch Vampire, die super weit hören können. Ja, mit Auspex, so wie ich auch, aber nicht so weit, nicht durch den Lärm draußen, nicht durch eine geschlossene Wand. Es sei denn, es sind natürlich, ich gucke mich so um, Wanzen hier angebracht. Siehst du? Ist ja schon in Ordnung. Fängt so an zu zucken, wenn du ihn so angehst. Also, ich weiß ja nicht, aber ich weiß nicht so genau, ob mir das gefällt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wenn ich Wrestling Champion of the World bin, dann will ich selber geworden sein und nicht durch irgendein X-Double. Mhm. Also, lasst uns zur Arena fahren, ich muss ihn umhauen. Nochmal, wir werden des Maskeradebruchs angeklagt, worauf die Vernichtung steht. Das ist ein größeres Thema, William. Das musst sogar du eingestehen. Deswegen. Maskeradebruch. Heißt das etwa, dass ich außerhalb der Rolle gefallen bin? Also, glauben wir jetzt im Internet, dass das alles Fake ist? Nein, das heißt so viel wie, wir haben unterschrieben, dass wir niemand der anderen Menschen auf der Welt herausfindet, dass unser Gimmick Vampir ist. Das ist geschehen und da ist die Vertragsstrafe darauf Vernichtung. Mit Feuer oder so. Das hört sich nicht witzig an. Nein, es ist, nein, gar nicht witzig. Nein, nein, also, nein. Na gut, dann eine andere Idee. Ich habe noch eine Idee. Lasst uns zuerst den Maskeradebruch-Gedöns-Dingens aus der Welt schaffen und danach schnappen wir uns den und hauen den um. Wahrscheinlich, wenn wir das eine klären, klären wir das andere mit, weil irgendjemand wird uns ganz böse mit dem Finger auf uns zeigen bei der Verhandlung über den Maskeradebruch. Und das ist dann auch wahrscheinlich der, der das eingefädelt hat. Habe ich mal der Pater gelernt. Hm. Nun gut. Wie dem auch sei, wir sollten was tun und nicht hier rumstehen. Ja, wir wollten zu Maureen. Wenn Emma es zulässt, dass unsere Küken mit darf. Das hatten wir doch schon geklärt. Hätte ja sein können, dass du dich jetzt anders da überlegt, entschieden hast. Das soll Hallo? So. Entschuldige. Los jetzt! Gut. Sie kann es ruhig nochmal sagen, dass ich mit darf. Ich finde das gut. Du bist besser ruhig. William, auf. Da lang, da. Tür. Ja, Jonathan, ich weiß, dass das eine Tür ist. Das gut, kann man aufmachen, kann man zumachen, kann man durchgehen. Ja, aber man sollte sie vorher aufmachen, bevor man durchgeht. Und nicht erst aufmachen, dann wieder zumachen und dann versuchen durchzugehen. Ich renne zur Tür, mach sie auf, bevor Emma auf die Idee kommt, uns beide mit den Köpfen zusammenzuschlagen. Die war auch kurz davor. Ja. Und dann wollen wir uns runter zum Auto? War Auto, wir müssen mit dem Auto los. Ja, dann hopp, 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 hopp. Ja. Sie wohnte ja da in der Nähe, oder? Oder nee, die stand nur an einem Hauseingang. Vielleicht ist sie ja immer noch da. Also auf den Weg zum ehemaligen Fitnessstudio, um zu schauen, ob sie da gegenüber am Hauseingang ist. Wenn nicht, müssten wir im Succubus nach Club nachgucken. Aber auf dem Weg zum Fitnessstudio würde ich sagen, ganz ehrlich,
auch wenn das neue Outfit etwas trendiger ist, ich fühle mich nicht ganz komplett William. Ist okay, wenn wir kurz bei einem Drugstore anhalten? Ich brauche irgendwie eine Kopfbedeckung. Natürlich. Wenn das dein Wunsch ist, dann machen wir das. Dann, weil ich ja weiß, dass die Zeit drängt, renne ich rein, schnapp mir die erstbeste, guck so grob auf den aufs Preisschild 9,99, schau der Kassiererin, Zehnerin hin und komm da mit einem Hut raus. Der kleidet dich sehr gut, aber jetzt ab hinter Steuer und Gas geben. Ja, ich bin unterwegs. Wir könnten, ja. Ja. Also, ihr kauft den Hut, der relativ albern aussieht. Ich habe den erstbesten gegriffen. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Und, ja, sitzt ziemlich gequetscht in wessen Auto? Also meins ist zu klein für drei Personen. Drei ist Seite 5. Ich habe ja was immer noch schon? Diesen großen Van oder was das da war. Mhm. Gut, dann fahrt ihr mit dem. Ach, wir fahren alle 5, okay. Ja, dann richtig. Dann also du warst doch geplant, oder nicht? Ja. Alles gut, hatte ich falsche Erinnerung. Gut, dann fahrt ihr mit dem Van quer durch die Stadt. Zu Williams altem Fitnessstudio, weil da ist das letzte Mal, dass ihr Maureen gesehen habt. Und ja, haltet vor der Ruine, die immer noch irgendwie mit Flatterband abgesperrt ist. Steigt aus und steht jetzt auf der Straße. Kein Mensch zu sehen, relativ wenig Verkehr. Halt mitten in der Nacht. Oh, schau mal, Jonathan. Was? Wer? Das war meine Schule. Ja, das ist ein schwerer Verlust für uns alle. Definitiv. Los, wir müssen Maureen suchen. Wen? Die alte Frau. Die sitzt immer hier. Können Sie ja mal rufen. Wie heißt die? Maureen. Maureen, bist du hier? Hier ist Mortifer Morse, Wrestling Champion of the World. So also langsam geht dir mir ein bisschen auf den Keks. Darf ich das sagen, Emma? Sagt. Es stimmt. Gut. Wer geht dir auf den Keks? Du. Warum? Naja, also wenn man nach jemandem ruft, dann doch nicht so. Wie rufst du denn nach jemandem? Ja, vernünftig. Ja, dann mach mal. Okay. Wie hieß die nochmal? Maureen. Maureen, okay. Einfach so jetzt hier mitten auf der Straße? Ich hab's doch auch getan. Also ja. Weiß zwar nicht, wofür das gut sein soll, aber... Maureen! Aha, und das war jetzt besser. Guckt so ein bisschen... irgendwie peinlich berührt. Schon? Nicht wirklich. Also es war vielleicht damenhafter, aber das Ergebnis war genauso. Also damenhafter war es jetzt auch nicht. Dann Emma, dann bitte. Danke Emma, danke Jonathan. Nun, vielleicht sollten wir dann statt rufen, das scheinen wir ja nicht gut zu können, richtig suchen. Wie sieht die denn aus, diese Frau? Alt. Genau. Das trifft auf ziemlich viele Leute in Chicago zu. Nun, ja. Abgesehen davon ist sie eine von uns und zufällig der Primogen. Der mein Kaviana. Nee. Doch. Oh, okay. Das heißt aber auch, dass
wenn sie nicht gefunden werden will, dann finden wir sie wahrscheinlich nicht. Ja, deswegen hoffen wir, dass sie gefunden werden will und mit uns reden will. William, hast du zufällig? Frag mal Siri, ob sie sie anrufen kann. Siri, wähle die Nummer von Maureen. Ich habe 125 Maureens gefunden. Wähle durch. Es dauert einen Augenblick, Jonathan. Und natürlich. Es kommt so ein Smiley auf das, so ein angenervter Smiley mit so Roll-Eyes auf dem Display. Zick nicht rum, sonst kriegst du wieder das rosa Kleid an. Ja. Gut, während William mit 125 Maureens telefoniert. was machen die anderen? Ich würde einfach nur mal auf gut Glück zu dem Hauseingang gehen. Vielleicht hat sie sich da irgendwo versteckt. Wie gesagt, um Straße, Menschen leer. Hauseingang ist auch nicht. Auch Maureen! Hallo! Mach doch mal einen Wurf auf deine Wahrnehmung. Also, den typischen Wahrnehmungswurf. Alertness 5. Moment, wo ist der Würfelbot? Den kann ich ja für die Leute wieder einblenden. Da. Keinen Erfolg. Ja, bis auf ein paar Autos, die vorbeirauschen, ist es hier relativ ruhig irgendwo. Ja, irgendwo oben am Gebäude scheint irgendeiner Fernseher zu gucken. Das kann man hören, weil das ziemlich laut ist, aber sonst. Mhm. Ich könnte doch mal leiser machen. Ja, dann stapfe ich so einen Stein oder eine Dose auf dem Straße wegkickend wieder zu den anderen rüber. Und jetzt? Jetzt setze ich mich auf vor meine Schule und warte. Ja, tut mir leid, William, aber wir haben wirklich nicht die Zeit zu warten. Das ist dringend. Wir müssen agieren. Besten. Weiß nicht, ob wir uns aufteilen sollten oder. Na, vielleicht auch. Nein, nicht. Da bin ich dagegen. Ja. Dann sollten wir im Club nachhören. Oder hat jemand eine bessere Idee? Nun ja. Und ich schau mal so zu gehen. Bitte? In den Club willst du gehen? Warum? Ernsthaft? Da ist Elysium. Da ist Elysium, ja, du hast recht. Aber da sind wir dann wirklich mittendrin. Und sobald wir einen Fuß vor die Tür setzen oder bevor wir ganz angekommen sind, ich weiß ja nicht. Solange die Anklage nicht verlesen ist bei einer... Die war morgen Abend, die Versammlung, oder? Oder, ja. Solange wir nicht als vogelfrei erklärt wurden bei einer Versammlung oder die Strafe nicht ausgesprochen wurde, ist unser Status unverändert. Oder es wäre so schlimm, dass... der Prinz uns schon pro forma vogelfrei erklärt hat und es nur nochmal in der Versammlung kundgetan wird, aber das glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Hoffe ich. Denke ich. Wo ist denn dieser Haupttreffpunkt von den Malkavianern, wie ihr sie nennt? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich meine, ich bin ja irgendwie dahin eingeladen worden, glaube ich. Ja, aber wohin? Wenn du eingeladen wurdest, musst du ja wissen, wohin. Nö, sie hat nur gesagt, komm doch mal vorbei. Ich überlege mal, ob es irgendwie sowas wie ein riesiges Bällebad gibt. Hier dagegen. Bällebad? Ja, oder, ja, weiß ich, Irrenhaus wäre jetzt ein bisschen sehr Banane.
Ja, Bällebad, also so ein Kinderspielplatz mehr oder weniger gibt es. Ja. Es gibt einen, der ist gar nicht so weit weg, vielleicht irgendwie 2 Straßen weiter. Also, es gibt in der Nähe einen Ort, wo ich mir vorstellen könnte, wo sich deine das gleiche aufhalten, aber offener Spielplatz ist unwahrscheinlich. Aber vielleicht ist ja dort einer und den können wir dann fragen. Weil im Club hatten wir ja auch niemanden gesehen, von dem wir vermuten, dass er mal ein Kavianer ist, oder? Da waren ja alle einigermaßen normal. Boah, die haben das nicht auf der Stirn tätowiert. Einige haben so ein komisches Tattoo auf dem Unterarm, aber... Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wer sowas sagt. Total abwegig. Ich bin für alle Vorschläge offen. Ich guck mal in die Runde. Waren wir dabei, als die Maureen da war? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, da waren wir ja alle vor dem Sportstudio, ne? Genau, aber ich glaube, zu dem Seiteneingang zu der Frau sind nur William und Jonathan gegangen. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Wo genau stand sie denn und hat mit euch geredet? Zeige auf den Eingang. Ja, ich gehe mal dahin und schau mal, ob ich da irgendwas entdecken kann. Was stehen da irgendwie Namensschilder dran oder so? Nee, aber was stehen da für Namen? Welche beiden wohnen denn ganz unten? Ja, dann mache ich eine Mene Mopel und klingel bei einem der Smith. Dann klinge ich bei dem anderen. Gut, dann gehe ich jetzt das Haus durch, bis jemand reagiert. Entschuldigung, wenn ich ganz kurz einhake. Hast du gelesen, was Hotney geschrieben hat? Sorry. Ja, also sie haben geklingelt, nirgendwo macht einer auf. Und ja, jetzt beim letzten Klingelknopf, wo Newberry dran steht, meldet sich tatsächlich jemand mit einer tiefen, sonoren Männerstimme. Hallo? Guten Tag, entschuldigen Sie die späte Störung, aber mein Freund William sucht nach einer verschollenen Tante. Sie heißt Maureen und soll hier in diesem Haus wohnen. Kennen Sie sie vielleicht? Wer ist denn da? Mein Name ist Emma, ich bin die Freundin von William Andrews. William Andrews? Der Wrestler? Ja, aber seine Tante hat nicht denselben Nachnamen. Der Wrestler. Ich schaue so zu den anderen. Ja. Kommen Sie rein. Tür so mal geht. Ja, ich drücke die Tür auf und wink den anderen zu. Sehr gut. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Auf welche Idee? Einfach klingeln. Dass sie dort wohnt, weil sie war ja dort im Eingang, sprich, das ist naheliegend.
Heißt das, dass Emma klüger ist als du? Was? Was sagst du das so verwundert? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ach, lassen wir das Thema. Kommt jetzt endlich. Na gut. Mortifer Moss, Wrestling Champion of the World, setzt sich in Bewegung. Ja, dann geht ihr hoch zu der Wohnung, wo halt die Tür aufgemacht wird. Und in der Tür steht ein mittelalter Mann. Ihr würdet den so schätzen auf vielleicht so Mitte 20. Der hat ein sehr strenges Gesicht. Hat ein modisches weißes Hemd an, bis oben hin zugeknöpft. Sieht auch sehr eng aus, hier oben am Hals. Schlanke Figur. Und sehr dünne, strähnige Haare, die er mit ganz viel Pomade oder Gel so nach hinten gekämmt hat. Und die ihm aber auch bis über den Hemdkragen nach hinten unten lang in den Nacken fallen. Und der mustert euch mit einem abgrundtief kalten Blick, als ihr die Treppe hochkommt, und ihr dürft alle mal einen Wurf auf eure Menschlichkeit machen. Das ist doch wohl nicht wahr. Melina macht das nichts aus. Jonathan fühlt sich mega unwohl. Also weiß nicht, was es ist, aber du willst eigentlich nicht in dessen Nähe sein. Emma juckt es auch nicht und William fühlt sich auch nicht gerade wohl, aber ist jetzt, also er kann es gerade noch so aushalten, aber lange willst du mit dem jetzt auch nicht reden. Kann auch hier warten, ich muss da nicht hin, ich hab's jetzt nicht so eilig da. Du kommst jetzt rein, Jonathan. Nein, ich hab wirklich, ich muss, mir ist schwindelig, ich muss an die frische Luft. Also Jonathan, nein. Ich schiebe ihn vor mir her. Das geht so nicht. Du musst definitiv mit mir mitgehen. Wir haben trainiert. Du und ich, wir haben trainiert. Fokussieren. Dominieren. Multiplizieren. Ja. Ich sage dem Typen erstmal einen guten Abend. Press mich so an die Wand, an dem Typ vorbei, guck auf den Boden. Guten Abend. Kommen Sie doch. Ich reiche ihm die Hand und sage dann, mein Name ist Emma. Emma Williams. Er macht einmal so, wischt sich nochmal so über seine Haare, reicht dir dann die Hand. Ich ziehe die Hand wieder weg. Ja, es ist immer wieder nett, neue Leute kennenzulernen und zudem noch so interessante. Emma, brauchen wir lange hier? Ja. Und dann schaue ich ihn wieder erwartungsvoll an. Sie kennen also Maureen? Natürlich kenne ich Maureen. Wo können wir sie finden? Jetzt gerade wüsste ich nicht, wo sie ist, aber wir können ja zusammen auf sie warten. Vielleicht kommt sie heute noch vorbei. Also wenn sie hier vorbeikommen sollte, dann muss sie ja unten durch die Eingangstür durch, oder? Also ist das hier ihre Wohnung? Und ich schaue mich so ein bisschen um. Wenn du reingehst in seine Wohnung, kannst du, gehst an ihm vorbei, er macht dir Platz. Die Wohnung ist sehr steril eingerichtet. Alles in Weißtönen oder als abgewandeltes, also graues, grau-weiß-Töne. Alles sehr, sehr sauber.
Und was sofort auffällt, wenn du in ins Wohnzimmer hineinguckst, er hat ganz viele kleine Bildchen an der Wand und hat da, also so kleine Bilderrahmen und hat da Schmetterlinge drin. Also und andere Insekten, aber meistens Schmetterlinge. Ich stelle die Frage nochmal. Also, wenn sie heute noch kommen sollte, muss sie dann unten durch die Türe? Es sei denn, sie fliegt durchs Fenster. Na gut, Jonathan, ich könnte auch durch den Spiegel gehen. Naja, wenn sie mag. Ich glaube, Jonathan, ich habe draußen was verloren. Magst du mir nicht suchen helfen? Ich schon, aber wollten wir jetzt nicht hier auf Urin warten? Ja, aber sie geht doch durch die Türe. Ja, aber ich würde jetzt... Spiegel? Ja. Ja, ich gucke weiter auf den Boden. Ich habe es irgendwie nicht so, ihn anzugucken. Was meinen Sie denn mit Spiegel? Naja, durch den Spiegel halt. Könnten Sie das näher erläutern? Angenommen, man wüsste jetzt nicht, wie man durch den Spiegel geht und das erfahren möchte. Man weiß nicht, jeder weiß, wie man durch den Spiegel geht. Ich gucke Melina und Emma rüber. Jonathan! Machst die Tür auf, gehst durch den Spiegel durch, machst die Tür wieder hinter dir zu. Ich guck mal zu der Tür, in der wir reingekommen sind, ob da ein Spiegel hängt. Kein Spiegel zu sehen. Ist hier ein anderer Spiegel in dem Raum? Du bist ja im Flur, kannst halt so eine Anrichte sehen. Da, wo normalerweise ein Spiegel drin hängen würde, irgendwie in so einem Rahmen, der Rahmen ist leer. Und du siehst nur, was auch gar nicht zu dieser sauberen Wohnung passt, irgendwie so total heruntergekommene Pflanzen. So Blumen, die quasi den Kopf hängen lassen. Ja, ich würde mal einen Wurf auf Auspex 2, also mich auf seine Aura konzentrieren, ob er jetzt das wirklich ernst meint, ob er mich verulken will, was er für eine Gemütshaltung uns gegenüber hat, ob er weiß, dass wir schon angeklagt sind und uns festhalten will oder ja, wenigstens einer. Ja, mit einem Erfolg kannst du was sehen? Mit einem Erfolg sehe ich quasi, das stärkste Gefühl ist es bei Auspex 2. Das stärkste Gefühl. Der Aura. Aurafarbe quasi. Dann siehst du bei ihm in der Aurafarbe, wo ist es denn? Nein. Okay. Hypnotisch wirbelnde Farbe. Alles so durcheinander. Ja, und hier Funken. Achso, ja. Ja, war ja klar. Ein Erfolg, Schattierung wahrnehmen, fahl oder hell? Eigentlich fahl. Ja, fahl. Da. Dann. Dann schaue ich mal zu William rüber. Was denn? Ich glaube, der ist Balla Balla. Könnten Sie uns vielleicht sagen, wie wir Maureen kontaktieren können? Wird nicht gerne kontaktiert. Nun, sie hat es aber, und ich zeige auf William, ihm angeboten, dass er sie kontaktieren kann. Nur leider, und ich falle ja so ein bisschen in die Augen, hat mein Freund vergessen, nach den Kontaktdaten zu fragen. Das stimmt so nicht ganz. Ich habe noch ungefähr 45 Marines, die ich telefonieren kann. Maureen hat kein Telefon.
Das dachten wir uns bei Ihrem fortgeschrittenen Alter. Deswegen frage ich ja Sie. Ihre Katzen mögen keine Telefone. Gibt es dann vielleicht einen Ort, an dem sie sich derzeit aufhalten könnte? Hebt so ganz langsam den Arm, zieht dann so sein Hemd zur Seite. Und es kommt so eine ganz teure Uhr zum Vorschein, wo er drauf guckt. Um diese Zeit vielleicht. Na, im Tierheim nachfragen. In welchem Tierheim? Das gegenüber vom Spielplatz. 2 Straßen weiter. Danke, das hilft uns sehr weiter. Dann entschuldigen Sie bitte nochmal die Störung. Kein Problem. Und ich dreh mich auch um und möchte gehen. Er setzt so ein ganz breites Grinsen auf, weil er es gar nicht gedacht, dass seine Mundwinkel so breit in seine Wangen reingraben können. Der vom Rabgedächtnis grinsen. Ja. Und geleitet euch dann wieder zur Tür und geht raus. Ich schieb mich dann vorbei, zieh meinen Hut. Wenn wir draußen sind, yes, ich wusste es. Beim Spielplatz. Was wusstest du? Beim Spielplatz. Beim Spielplatz hätten wir uns aber dumm und dämlich gesucht und ich mache mich auf den Weg dahin. Wir stehen jetzt bestimmt alle da und bilden Diskutierclub, bin ich schon ruhig. Dann geht ihr wieder raus, 2 Straßen weiter Richtung Spielplatz und als ihr näher kommt, könnt ihr wirklich sehen, da sind halt so ein Kreiselkarussell, wo so Kinder halt sich so im Kreis drehen können. Ein paar Schaukeln, ein Klettergerüst, so eine Art Vor irgendwie, wo man so irgendwie dran rumklettern kann und so, wo auch so eine Rutsche dann runtergeht. Oh, und, eine Rutsche. Genau, und so Wackelpferde sind da auch. Und da stehen ein paar Jugendliche rum und laut des süßlichen Geruches werden die da wohl verbotene Substanzen zu sich nehmen. Und man hört laut wummernd Bässe. Irgendeiner hat da wahrscheinlich so eine Bluetooth-Box aufgestellt. Sure. Die haben alle so Basecaps auf, so luftige Klamotten, Baseball-Trikots oder Basketball-Trikots. Der eine hat seine Sporthose so bis zum Knie hochgezogen, aber nur auf der einen Seite. Oh Gottes Willen. Oh. Schweißbänder Unterarmen wahrscheinlich. Ja, klar. Ich suche tatsächlich mal nach dem beschriebenen Tierheim. Ja, das ist quasi auf der anderen Seite hinter dem Park. Also hinter diesem Spielpark. Also, egal, was für eine Musik läuft, wenn wir dran vorbeilaufen, werde ich mal so 2-3 Schritte stompen. Wird dann wieder normal weitergehen. Johnson? Die gucken zu dir rüber. Alter! Guck zuerst zu denen, zu William. Wer zuerst? Ich kann nur einem. William, ja? Weißt du eigentlich, dass ich früher ein anderes Gimmick hatte? Welches? Ich war ein Westernheld, guck mal. Und dann renne ich zu diesen Wackelpferden und schwinge mich drauf. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann drehe ich mich mal zu der Gruppe halbstark um. Ja? Die kommen inzwischen näher. Wow. Das sind deine Chicas. Das hast du nicht gerade wirklich gesagt. Ich gehe mal so im Step-Schritt ein paar Schritte zur Seite, bevor hier Fäuste, Handtaschen, Kettensägen oder so. Kettensägen. Bei Emma weiß man nie. Emma geht tatsächlich gezielt weiter Richtung Tierheim. Dann hüpfe ich so hinterher. Melina, die riechen echt gut. Die sind süßlich. Ja,
Verlockend. Verlockend. Aber. Ja, Emma schiebt sich an dieser Gruppe Jugendlicher vorbei, die sich dir trotzdem gekonnt in den Weg stellen und somit Körperkontakt provozieren. Das versuchen die. Mhm. Alles klar. Dann präsente ich sie. Dann tu das doch mal. Was war das nochmal? Einfach die Punkte von Präsenz oder kommt da noch was dazu? Es kommt drauf an, was genau du damit machen möchtest. Eins oder zwei? Also Präsenz. Hast du das eins, PDF gerade offen, Mischka? Ja. Ich möchte sie zum Gehorsam zwingen. Na, Präsenz 1 wäre Ehrfurcht, dass sie quasi vor den Ehrfurcht erstarren. Pro Erfolg kannst du eine Person bezirzen. Das muss man ja quasi sagen, wie viele Typen waren das? 5. Dann brauchst du 3 Erfolge, um alle zu bezirzen und ist dann quasi. Es ist, sie fühlen sich zu dir hingezogen, ob das jetzt so viel besser ist, aber sie sind empfänglich für deine Ansichten. Also wenn du sagst, verpisst euch, werden die wahrscheinlich auf dich hören. Die Frage ist immer noch, was ich würfeln muss. Ach so, ja, natürlich. Ich hätte, ja. Charisma und Vortrag, Schwierigkeit 7. Mhm. Und du musst einen Blutpunkt einsetzen. War Vortrag Performance oder? Ja. Das Ding jetzt auch mal aufgemacht hier. Da habe ich doch mal die 3 Erfolge, hä? Ja, sehr schön. Ja, dann gucke ich die auch so mit einem sehr bösen Blick an und sage zur Seite. Hey, alles cool, Lady. Gehen Sie zur Seite? Ja. Ja, dann gehe ich einfach weiter und ignoriere Sie. Die gucken dir so ein bisschen mit Wasser im Mund hinterher. Folgen so mit dem Kopf dann den Wackelbewegungen deines Hinterns. Das ist in Ordnung. Ja, und du kommst, läufst irgendwie weiter und an denen vorbei und siehst am anderen Ende kommt hier jemand entgegen. Ein junger Junge, würdest du sagen, ungefähr 14 Jahre alt, mit Lederklamotten, also so eine Lederhose, so Biker-Boots und so eine Lederjacke. Allerdings sehr jung aussehend. Und wir haben es schon weit nach Mitternacht. Ich habe gerade andere Probleme. Sag's dir nur. Ja, könnte dir komisch vorkommen, deswegen. Ja, es kommt mir bestimmt auch komisch vor, aber die Jugend von heute, man weiß ja, was da so abgeht. Ja. Ich bin tatsächlich eher auf das Tierheim fixiert. Ja, gehst an dem vorbei. Während Jonathan, Melina, William und Portia noch William beim Schaukeln zugucken. Bist du schon eine ganze Ecke weiter? Folge Emma, geh durch die Gruppe Typen durch, so mit so einem. Mhm. Meine. Ja. Wenn der mit Biker Boots und in Leder uns entgegenkommt, dann mache ich Platz und gucke auf den Boden. Okay. Melina? Push to talk nicht vergessen. Ja. Ich würde mir vielleicht tatsächlich mal einen Zug schnorren. Ich weiß zwar nicht so genau, was jetzt passiert, aber ich glaube, ich könnte jetzt ein bisschen Beruhigung gebrauchen. Ja, also wenn du wirklich auf Lunge rauchen willst, musst du mit einem Blutpunkt erstmal deine Atmung aktivieren. Ach, du hast ja recht. Da war ja was.
Ja, atme es nicht. Ich atme nicht, ja. Das stimmt wohl. Traurige Reminiszenz. Und wenn ich fies wäre, müsstest du noch einen zweiten Blutpunkt ausgeben, damit dein Blutkreislauf in Gang kommt, damit sich das Zeug auch in deinem Körper verteilt. Ja, ich glaube. Aber einer reicht. Einer reicht? Okay, dann mache ich das. Also einen Blutpunkt ausgeben, damit du schön kiffen kannst. Ja. Ja, gutes Zeug. Haut gut rein. Merk jetzt ein schön eingespieltes Lied von The Police. Giant Step, okay. I want to take. Walking on the moon. Das ist jetzt so Melinas Feeling. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf einmal ja, macht das voll Sinn, was William da auf diesem Schaukelpferd macht. So krass. Nein. So schlagartig. Okay. Ja, das ballert schon ziemlich gut, ja. Okay. Ja, aber ich glaube, ich gehe dann jetzt doch immer hinterher. Ja. Ey, wartet auf mich! Auf Mord, Hiffa Mors. Ach, das war ein schönes Gimmick, aber es ist veraltet. Und dann schiebe ich mich Ciao, Jungs. Quer durch die Fünfe. Mhm. Wer sagt denn Ciao, Jungs? Porzia. Ja, Porzia, die haben wir auch noch Ach dabei. So. Die können wir jetzt ja nicht bei den Jungs schon da stehen lassen, ne? Warum? Naja, eine Anklage reicht ja, ne? Noch mehr Pflichten vernachlässigt. Brauchen wir das ernsthaft jetzt auch noch am Arsch? Nee. Als ihr dann hinten an dem Lederjackentypen vorbeigeht, William und Melina, schaut er ziemlich intensiv William an. Zieht so die Augen. Hallo? Seid ihr nicht die Leute vom Chef? Bitte, was? Bitte wer? Na, Lodins Freunde. Melina, sind wir Lodins Freunde? Fahren wir vor ein paar Tagen noch, ob wir das heute noch sind? Ja, sind wir. Und ihr findet das gut, was ihr so macht, ja? Also, dass ich Wrestling Champion of the World bin, finde ich schon ganz okay. Ich habe mal ein Bild von ihm bei euch ins Stock reingezogen, dann könnt ihr ihn euch angucken. Ja, was meinst du, was wir gerade machen? Naja, ihr lauft hier einfach so durch meinen Jagdgrund. Du hast doch gar keine Flinte. Brauche ich nicht. Wer bist denn du? Oh, wir Verzeihung. Haben wir ja nicht gejagt. Damien. Reich dir die Hand. Schüttel ihm die Hand. Hi Damien, Melina. Ah, Kritias hat er von dir erzählt, ja. Du kennst Kritias? Klar. Das ist manchmal noch alles ziemlich verwirrend. Ich kenne so viele Leute nicht. Gleicher Clan und so, hä? Obwohl, naja, macht ja nicht viel Unterschied. Ich wollte euch nur sagen, ihr müsst nicht alles mitmachen, was der doofe Typ da mit euch macht. Welche Wahl haben wir denn? Nach allem, was wir wissen, sind wir praktisch dem Willen des Prinzen relativ ja, bla, bla, Camarilla, bla, 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 wir sind die Guten, ohne uns habt ihr keine Chance.
Das Einzige, was wir, also Wesen unserer Art, brauchen, ist Gemeinschaft. Da stimmen wir überein, nicht wahr? Weil alleine ist es ein bisschen blöd unter den Leuten. Aber es gibt auch eine andere Gemeinschaft als die Camarilla. Guckt sich so um, wenn er zuhört. Melina, worüber quatscht der da? Hey, ihr seid neu hier. Das heißt, ich wollte euch nur sagen, es gibt eine andere Möglichkeit zu leben. Ja, danke für die Info. Oder so. Ja. Könnt gerne wieder zu mir kommen, wenn ihr Hilfe braucht. So. Aber lasst euch nicht unterkriegen von dem Lodi. Wir geben unser Bestes. Wie erreichen wir dich? Das ist mein Jagdhund hier. Ich bin hier eigentlich jeden Tag. Oder ihr fragt zwei Straßen weiter gegenüber von dieser abgebrannten Sportschule. Da wohnt mein bester Freund. Da bin ich manchmal zum Fernsehgucken. Diese abgebrannte Sportschule gehörte zufälligerweise mir. Ah, ist das so? Und wer hat sie abgebrannt? Woher soll ich das wissen? Und wenn ich's wüsste, dann wäre er tot. Guter Plan. Oder mach ich mit. Wieso? Mochtest du die Schule? Da waren ein paar nette Mädels, die da mal rein und rausgegangen sind. Ja, waren sehr lecker. Das ist vollkommen richtig. Ja, waren halt lecker Mädchen, ne? Ja. Jason hat da auch ja ganz gut abgegrast, glaube ich. Er hat's schwer mit dem Essen und so. Weiß nicht, ob ihr ihn schon kennt. Der wohnt halt da gegenüber und der ist ein bisschen komisch. Aber eigentlich ein ganz netter. Jetzt riecht der. Der, den wir getroffen haben? Klingt so, hä? So schmierig, eklig. Man möchte nicht in seiner Nähe sein. Das klingt nach ihm. Naja, gut zu wissen. Halt die Ohren steif, ich muss jetzt los. Melina, jetzt kommen wir, gehen mal zu den anderen. Die sind schon ziemlich da hinten. Wo er recht hat. Wir müssen da lang. Bye. So, Jungs, hier, hallo. Geht dann weiter in Richtung der Fünfergruppe. Ja, ihr geht weiter Richtung Ausgang des Spielplatzes, wo Emma schon lange auf steht. Wartest du auf die anderen oder gehst du weiter? Also wenn ich irgendwann mitkriege, dass sie nicht da sind, würde ich sicherlich warten, aber ich schaue mich in der Gegend um. Ja, ist relativ menschenleer halt und irgendwie scheinen die paar Leute, die du irgendwie auf den Straßen siehst, irgendwie auch den Spielplatz zu meiden. Ob das wegen der Mucke ist, die da so laut rumtrötet oder so, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall machen die alle einen großen Bogen um den Spielplatz. Ja, und gegenüber ist halt, wie gesagt, dieses Tier-Shelter. In der Neonschrift kann man auch irgendwie oben drüber den Namen des Ladens lesen. Tinas Tier-Shelter. Und sieht aber bis auf diese Neonbeleuchtung relativ geschlossen aus. Also man hat vor die Fenster so Gitter runtergelassen und so ein Rollo quasi runtergemacht vor der Tür. Ich gehe mal auf die Tür zu und würde mal anklopfen. Also pochst gegen das Rollo. Ja. Ja, erstmal keine Reaktion auf das Klopfe. Kann man da irgendwie an den Seiten um das Haus rumgehen? Ja, kann man. Dann mache ich das.
gehst um die Seiten herum und findest tatsächlich einen Hintereingang, der, wo nur eine Tür ist, die nur angelehnt ist. Ja, dann drücke ich die mal auf und rufe vorsichtig, hallo, ist da jemand? Ja, die kommt sofort sein, der Geruch von Tier entgegen. Stehst in einem Raum, der wohl so eine Art Abstellkammer ist, wo ganz viele Säcke mit Tierfutter und in den Regalen auch so Büchsen mit Tierfutter sind und sowas. So ein Stuffroom mehr oder weniger, so ein Schrank mit Putzmitteln kannst du auch sehen. Und dann geht noch eine Tür weiter irgendwie rein und da kommt irgendwie Gekläffe und Gemiaue auf jeden Fall aus diesem Raum raus. Also, wo die Tür weitergeht. Ja, wenn keiner reagiert, dann gehe ich in den Raum rein und halte auf die Tür zu. Ja. Machst die Tür auch auf. Wahrscheinlich. Siehst dann im nächsten Raum ganz viele offene Käfige. Und Maureen, wie sie im Schneidersitz in ihrem Altmütterchenkleid auf dem Boden sitzt, umringt von ganz vielen Katzen und Hunden und die ganze Zeit so, ah! Wie so ein bisschen wie Schneewittchen im Film, nur mit Katzen und Hunden. Die springen an ihr hoch, lecken ihr durchs Gesicht. Und ich erkenne sie als die mit der Jonathan und... Ja, definitiv, ja. Dann sage ich auch mal so, entschuldigen Sie, Maureen. Ja, dauert eine Sekunde, bis sie deiner gewahr wird. Und schaut dann mit so einem mütterlichen, netten Blick irgendwie zu dir rüber. Ah, dich kenne ich. Wir sind uns schon einmal kurzzeitig begegnet. Und ich wink die anderen in den Raum. Ja. Toll. Erinnern Sie sich noch an... Die sind ja süß! Portia stirbt an dir vorbei. Krallt sich so ein Hund. So einen kleinen Chihuahua. Ah. Ja, was ich sagen wollte. Erinnern Sie sich noch an Jonathan, Melina und William? Und ich zeige auf die unterschiedlichen Aber natürlich. Personen und, besonders und an den lieben William. Und sie steht auf, geht auf William zu und kneift ihm in die Backe. Ja. Danke? Dann streichelt sie dir so über die Wange und meint so, oh, wie geht es dir denn? Ist dir gut? Isst du denn auch genug, mein Junge? Siehst du bleich aus? Ihr seht alle bleich aus irgendwie. Also, der Pizzeria-Mann Giovanni wollte mich vergiften, glaube ich. Und, ja, bei den Giovannis isst man auch nicht, mein Junge. Da sind wir auch gegangen. Da kannst du Jonathan fragen, da sind wir sofort entschwunden. Nachdem wir festgestellt haben, dass das die schlechteste Pizzeria in ganz Chicago ist. Ja, das stimmt so nicht. Eigentlich ist es die beste in ganz Chicago, aber man isst da trotzdem nicht. Also, mir hat es nicht so gut geschmeckt und mir ist es auch nicht bekommen. Wie geht's denn, Siri? Siri, wie geht's dir denn? Siri, antworte! Sie hat mir doch schon geantwortet, William. Oh. Ja, sie ist ein bisschen eigen. Ja, natürlich. Sie mag ihr neues Kleid nicht. Oh. Und ich fuchtel mit der rosa Hülle rum. Ach, dabei ist es so hübsch. Finde ich auch. Ich finde, das steht ihr wunderbar. Hm. Siri, du musst auch auf dein Äußeres achten. Nimm dir hier die gute Emma zum Wurfbild, die sieht wenigstens wie aus dem Ei gepellt aus. Definitiv. Wobei das Ei ein wenig groß wäre, wenn sie sich da rauspellen würde. Gibt auch große Eier. Ja, Straußeneier? Größer. Jonathan, hast du schon mal größere Eier gesehen als Straußeneier?
Nein, ich habe meinen Hut so abgenommen und halte ihn so vor die Brust und verneigt mich, wenn sie mich anguckt. Aber er könnte ein großes Ei machen. Frag ihn mal, ob er das macht. Jonathan, machst du mir ein großes Ei, bitte? Ich schaue verwirrt. Natürlich, wie denn? Du, keine Ahnung, Maureen hat gesagt, du kannst das. Also mach mir ein Ei. Bitte. Ich schaue mich hilfesuchend um. Ja, sind ganz viele Tiere da, die dir jetzt auch so an dem Hosenbund hoch und so. Tut mir leid, Maureen, ich weiß nicht, was ihr meint. Das Nächste sagt, er hat keine Ahnung, wie man durch den Spiegel geht, nicht wahr, mein Lieben? Lass den Kopf hängen. Naja, was führt euch denn hier hin? Ihr wollt doch bestimmt auch ein paar Katzen streicheln. So hebt eine Katze auf und reicht sie Melina rüber. Eine Katze. Jede gute Frau braucht eine Katze, die auf sie aufpasst. Okay. Ich nehme die Katze an, gucke die so ein bisschen skeptisch an. Du willst auf mich so aufpassen? Die ist kaputt. Gebe die wieder. Oh nein, die ist nicht kaputt. Aber die hat mich angefaucht. Die wollte nicht auf mich aufpassen. Ja, du warst ja auch böse zu ihr wahrscheinlich. Also wir können immer noch nicht verraten, was ihr wolltet. Hier, Emma, nimm du mal die Katze. Wenn ihr erlaubt, wir haben von einem Bekannten von Emma erfahren, dass es eine Anhörung gibt wegen Maskeradebruch und dachten, ihr wisst. Habe ich schon gehört, ja. Wisst vielleicht, um was für einen Fall es genau geht. Um euch. Ja, das ist richtig um uns, aber welcher Vorfall von Maskeradebruch wurde uns angelegt? Das wird dann wohl verhandelt werden. Wenn's, weißt du, weiß ich nicht. Interessiert mich auch eigentlich gar nicht. Achso. Aber ich bin doch immer in Gimmick geblieben. Gimmick? Was ist ein Gimmick? Naja, hier diese Vampir-Sache und so, da habe ich mich immer mein Gimmick gehalten. Ja, das hoffe ich. Niemals die Fassade fallen gelassen. Also habe ich niemals die Maskerade gebrochen. Sehr gut. Mhm. Dann hast du dir ja nichts vorzuwerfen. Siehst du, Jonathan, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Schau mich um, wie du meinst. Also, wir dachten halt, wenn wir genau wüssten, welcher Fall es ist, dass wir uns darauf vorbereiten könnten, die Argumente zu entkräften oder mildernde Umstände auszuarbeiten. Und, ja. Wenn ich wüsste, worum es geht, würde ich euch ja sagen, aber... Wissen Sie, wer der Anklagende ist? Also wer das verlautbart hat? Soweit ich weiß, kommt... Der Anklagende vom Clan Tremere. Jetzt schaue ich vorwurfsvoll zu Jonathan. Der lässt den Kopf hängen. Maureen, kannst du uns was dazu sagen, wie so ein Verfahren abläuft? Wir kommen dahin morgen. Das ist wie bei Law and Order im Fernsehen. Ich schaue manchmal mit... Jason, Fernsehen. Ich hoffe Wrestling. Nein, Law and Order, hast du gerade gehört. Wrestling? Was ist Wrestling? Ach, Catchen. Ja. Mit den eingeölten Männern. Oh ja, schön. Wir sind nie eingeölt. Wir sind vielleicht rasiert, aber nicht eingeölt. Das ist auch schön. Manchmal. Nicht immer. Besser. Und der Feuerspucker gibt es bei euch auch, ne? Die finde ich besonders gut. Manchmal ja, und dann gibt es noch andere, die laufen rum wie Clowns.
Ja, die sind albern. Finde ich auch. Finde ich auch, habe ich denen auch schon gesagt, aber sie wollen nicht davon abrücken. Ich gucke das aber selten. Eher Law and Order. Law and Order ist auch sehr gut. Und. Oh, ich liebe die Serie Killjoys. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, Clan Tremere sagt irgendwas. Und, Jonathan? Ja, bitte. Was hat der Clan Tremere zu kacken? Wenn es nach mir geht, sie gar nicht mehr. Sie haben keine Körperfunktion mehr. Haben mich für vogelfrei erklärt und sobald ich Chicago verlasse, stehe ich zur Vernichtung frei. Ich habe nicht sehr viel für das Haus und Clan übrig. Und jetzt versuchen die sich auch innerhalb von Chicago zu bringen. Moment. Du bist gar kein Tremere mehr? Du bist ein Katif? Da bin ich mir jetzt gar nicht so genauso sicher. Überlege das mal. Das wird eine interessante Sache, ein Kaitiff. Du hast nicht viele Chancen, mein Kleiner, wenn du ein Kaitiff bist. Bin ich nach rechts ein Kaitiff? Ich weiß es jetzt OT nicht. Gelte ich als Kaitiff? Wenn du keinen Clan hast, bist du Kaitiff. Bin ich von Clan aus wirklich ausgestoßen? Hat sich so angehört, ja. Oh ja! Yep. Jonathan, werd einfach mein Bruder. Ich nehme dich auf. Das ist nett, William. Moment, da habe ich auch noch was mit zu reden. aber ich kann ihn doch aufnehmen? Ja, aber nicht in den Clan des Mondes. Und davor muss er durch den Spiegel gehen. Jonathan, das ist kein Problem. Ich zeig dir, wie das geht. Jetzt bin ich schwer gespannt. Ich auch. Ich habe das schon öfter gemacht. Warte, ich helfe dir. Maureen, hast du einen Spiegel? Hier sind... Ich glaube, im Waschraum sind Spiegel. Na gut, bist du mir sehr böse, wenn ich einen Spiegel abmontiere? Ich nicht, aber der Besitzer vom Tierschelter vielleicht. Dann kaufe ich ihm einen neuen. Melina, tust du mir einen Gefallen? Was denn? Pass auf, wenn ich den Spiegel abmontiert habe, dann halt ihn bitte mal rechts neben dich. Bitte richtig festhalten. Okay. Ich ahne Böses. Ich auch, aber ich halte ihn fest. Na gut, dann Jonathan, ich werde dir jetzt helfen. Dann schnappe ich mir Jonathan und klopfe ihn durch den Spiegel. Dann ist er da durchgegangen. Der so Freunde hat. Ah, keine Tremere, die ihn jagen. Ja, du kannst mal einen Soak-Wurf machen. Ja. Soak-Wurf. Oh ja, da bin ich ja super drin. Gegen 6 nehme ich an. Ja. Oh! Immerhin, ja. Dann kriegst du nur einen Schaden. Au! William, was soll das? So, Maureen, er ist durch den Spiegel gegangen und ich finde, jetzt gehört er zu uns. Muss noch also viel komm, lernen. Er hat das mit sich machen lassen. Wenn das nicht wahnsinnig ist. Oder verzweifelt genug. Es sah auf jeden Fall lustig aus. Und was, wenn nicht Humor, braucht man in seinem Clan? Eigentlich haben wir relativ wenig mit Humor zu tun. Aber er könnte versuchen, mich zu beeindrucken. Wie wäre es mit Feuer? Ihr mögt Feuer, oder? Ja. Das ist
in einer bestimmten Form, wenn etwas Größeres brennt oder wenn ein Feuer. Je größer, je besser. Erinnert ihr euch noch an dies, an den großen Brand? Ja, dann würde ich einfach mal meine Handfläche aufmachen und da, gut, es ist halt eins, aber immerhin so eine größere Kerzenflamme drin erscheinen lassen. Also sie schaut so ein bisschen, mitleidig auf die Kerze. Ja, besser als nichts, nicht wahr? Ich meine, jetzt ist er durch den Spiegel gegangen und hat Feuer gemacht. Ich überleg's mir. Ich überleg's mir. Aber, nein. Ich glaube, dass ich. Nein. Es ist, er denkt falsch. Ich kann. Also manchmal denkt der wirklich ein bisschen verrückt. Mhm. Also nicht rational. Ja, so wie alle anderen auch. Das heißt, er gehört nicht zu uns. Aber ich könnte ihm beibringen. Das bezweifle ich, dass du das könntest. Er könnte von dir trinken, aber dann wärst du tot. Das will ich nicht. Ich lass doch nicht jeden an mir trinken. Ja, außerdem haben Tremere so ein bisschen ein Problem damit, wenn sie von anderen trinken. Hm. Naja, Jonathan, ich hab's versucht. Danke. Aber du könntest das wirklich tun. Du könntest ihn von dir trinken lassen und dann ist er dir untertan. Und dann wärst du für ihn verantwortlich. Dann gehört er nicht komplett zum Clan, aber er gehört zu dir zumindest. Das nennt sich Blutsband, William. Sollte man nicht gleichzeitig tun? Viele vom Sabbat nutzen das, damit sie sich gegenseitig vertrauen können, weil sie nicht so eine schöne Struktur in ihrer Gesellschaft haben wie wir. Aber das ist nicht verboten? Verboten ist... Naja... Sagen wir, schlimme Umstände verursachen auch schlimme Maßnahmen. Jonathan... Nein, ich... Ein bisschen? Nein. Zwei Tropfen? Nein. Dann nicht. Ich hab's versucht. Aber ich denke, ihr habt uns die Lösung gesagt. Hab ich das? Ja, das ist hervorragend. Dann sagt es weiter, Maureen weiß die Lösung. Aber natürlich, ihr wisst ja auch, wie man durch den Spiegel geht. Das wissen wir jetzt auch. Das weiß doch jeder, wie man durch den Spiegel geht. Ich guck William an. Guck wieder Maureen. Natürlich. Danke für eure Hilfe. Der Hut ist schon mal ein, Billighut. Ich hab den ersten besten. Naja, wie dem auch sei. So, Emma, Katze? Ja, hat die bei mir auch gefaucht? Ja, Tiere können Vampire nicht leiden. Es sei denn, man hat einen Vorteil dafür. Nö. Dann würde ich sie auch schnell wieder absetzen. Ja. Und ansonsten während des Gesprächs eigentlich nur ratlos zwischen Jonathan und Maureen hin und her schauen. Und wenn Jonathan sich dann auch macht zu gehen, gehe ich hinterher. Was heißt das jetzt?
Jetzt wieder mit mir, oder? Ich denke, das war eine Frage in die Runde. Also, so richtig viel schlauer als vorher sind wir jetzt nicht. Wir wissen jetzt, dass die Tremere die Ankläger sind. Aber was sie damit genau bezwecken und was sie genau meinen, was wir getan haben sollen, wüssten wir jetzt immer noch nicht. Aber wir haben gerade erfahren, dass wenn wir angeklagt werden und sich jemand für uns zuständig fühlt, dass es seine Aufgabe ist, damit umzugehen. Und zumindest in meinem Fall ist es so, dass jemand für mich zuständig ist. Wer denn? Mine. Wer? Ich hab... Portia, geh dir mal die Nase putzen oder Zigaretten ziehen. Hä? Weg! Guckt Emma an. Versuch bedrohlich auszusehen. Warum soll sie denn jetzt gehen? Genau. Weil wir über etwas zu reden haben, was sie nicht zu interessieren hat, Emma. Und du meinst, wenn sie jetzt 5 Schritte weit weggeht, kriegt sie davon nichts mit? Andere Vorschläge. Soll ich es jetzt umbringen? Das will ich sehen. Nein, sollst du... Jetzt provoziere ihn doch nicht noch. William schützt mich, nicht wahr, William? Hast du nicht vorhin gesagt, dass ich komisch bin? Mhm. Nein. Mist. Naja, ich bin schneller als Jonathan. Ja, dann... Geh mir mal kurz aus den Augen. Nein, ich will es mitkriegen, was ihr hier erzählt. Ich gehöre doch zu eurer Gruppe, oder nicht? Ich lasse doch mal die Kerzenflamme auf meinem Daumen erscheinen und spiele damit vor den Augen rum. Fragen? Ja, weicht so einen Schritt vor dir zurück. Portia, bitte. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn es um deine Vernichtung geht, wo soll ich denn hingehen? Auch, dass ich auf dich höre. Außer Hörreichweite. Okay. Geh da vorne zum Spielplatz und troll die Jungs ein bisschen. Das kannst du gut. Nicht töten. Trollen, habe ich gesagt. Ja. Außerdem ist das hier ein Jagdgrund irgendeinem anderen Typen, der zwar... Na, ist egal. Sie stapft über die Straße rüber zum Spielplatz. Ja, ich drehe mich nochmal um. Wo waren wir? Ja, Mine ist für uns verantwortlich. Also zumindest für mich. Ich habe ein Band zu ihm. Dann sollten wir ihn vielleicht suchen. Richtig, was die Tremere versucht haben, wieder zu brechen, weil ich ja eigentlich ein Band zu den Tremere haben sollte, aber wohl irgendwie nicht geschafft haben, weil er ja wohl mächtiger ist oder so. Und das mächtiger passt als die Tremere. Sind halt auch nur. Na, lassen wir das. Ja, richtig. Also, es wäre jetzt meine Herangehensweise. Ihr habt irgendeine Idee, die ich übersehen habe und. Nein, nicht so richtig. Ich glaube tatsächlich, dass wir dann am besten damit fahren, wenn wir uns auf die paar Allianzen irgendwie zurückziehen, die wir haben. Das wäre nur der Prinz. Gut, Emma noch den Kaiser. Ich guck wieder von William weg. Aber William Maureen. Nur Melina hat keine Freunde. Ja, ich habe keine Freunde. Du hast Portia. Sehr gut. Und du hast... Aber... Ja. Wo fangen wir mit der Suche an? Vielleicht
wieder bei dem Haus. Bei welchem? Wo wir ihn fanden. Im Wald. Ja. Außerhalb des Stadtgebindes. Und warum wolltest du eigentlich mit dem Band und mit mir nicht? Was wollte ich? Mit dem ein Band und mit mir nicht. Das, ich wollte mit ihm keins, ich habe mit ihm eins. Und sein Blut ist stärker als deins. Und das weißt du gar nicht. Ich habe viel mehr Muskeln. Das glaube ich dir gesehen, das, nur bei unserem Gimmick kommt es nicht auf Muskeln an. Was bei Jonathan auf jeden Fall aber aufgefallen ist, in den letzten Tagen, letzten zwei Tagen oder so, hast du das Gefühl, dass das Band schwächer wird. Also der entfernt sich weiter, oder? Nee, das kann man nicht spüren, so, aber du hast das Gefühl, dass es irgendwie, vorher war das immer ganz stark präsent und das weicht ein bisschen zurück, so in deinem Bewusstsein. Ein Blutsband muss man ja erneuern. Von Zeit zu Zeit. Ja. Ja. Bessere Idee als hinzufahren, habe ich jetzt auch nicht. Es fährt mal ein Eiswagen an euch vorbei. Klingeln. Schlimmstenfalls müssen wir nach ihm suchen und du musst hier warten. Gut, außerhalb des Stadtgebietes ist es richtig. Da kann ich nicht hin, aber ich könnte vielleicht andere. Wo waren wir denn noch im Stadtgebiet? Wir sind ja ursprünglich erstmal nach Gary, da kann ich ja auch nicht hin. Du darfst halt nicht raus, das ist das Problem. Naja, richtig. Ich versuche halt gerade Orte. Also du kannst schon, aber wer weiß, was dann mal passiert. Gerade so langweilig, lass mal was machen. Nee. Wir haben keinen Ort im Stadtgebiet, wo er auch war, ne? Die waren alle außerhalb. Das wohl einen Grund hat. Wahrscheinlich. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zu warten und eventuell gucken, ob ich in den Bibliothek, die ich geerbt habe, etwas über solche Fälle finde und was dann mildere Umstände wären und so weiter und so fort. Dass da Präsenzfälle gibt. Vampirischen Recht. Hast du dir denn Maskeradewurf vorzuwerfen? Bestimmt nicht, aber die können einen... Obwohl, warte mal. Welche fallen wir denn ein? Der in dem Auto? War nicht ich. Das war alles William bisher. Ah, aber ist jetzt nicht so, dass die Tremere das nicht so drehen könnten und Zeugen aufrufen und die lügen und so weiter und so fort. Ne? Hm. Also jetzt einfach mal im Generellen, wann milderte Umstände und so weiter und so fort. Beziehungsweise ich suche im Internet nach YouTube-Videos, wo hier der Mortimer Morse seinen, wer war denn das, den er da umgebracht hat im Fernsehen? Ich weiß gar nicht, er hat, ich glaube, ein Kontrahenten, suche ich das Video, suche mir halt einen Timestamp dazu, wann das live gestreamt wurde, und am besten gucke ich mal, ob ich ein Überwachungsvideo von Melinas Haus, wenn das so ein Apartmenthaus ist, werden die vielleicht eine Kamera am Hauseingang haben, wo wir vorher durch sind, rein und raus, mit den Timestamps, dass ich sagen kann, okay, der kann unmöglich in der Arena. Emmas Haus, ja.
Emmas Haus, ja, danke. Und zwei Minuten später oder früher in diesem Gang gewesen sein. Abgesehen von unserer Vierer- oder unserer Fünfer-Zeugenaussagen, wenn Ports ja Zeugenaussagen macht. Stefan ist echt witzig, ja. Stefan hat es direkt erkannt. Ja. Was? Sehr auffälliger Eiswagen, ja. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich sehe schon, ich bin kein nicht tiefer Vampire drauf. Ist aber auch gut so. Macht's mehr Spaß. Ja, also ich hätte ein paar Recherchearbeiten zu machen, dann in der Zeit, wenn ihr nach draußen wollt. Ja, was meint ihr? Macht das Sinn? Wir haben da überhaupt keine Anhaltspunkte, wo wir den Menele finden können. Das ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Wir suchen dann irgendwie total ins Blaue hinein. Wir wissen ja gar nichts über den. Zwischen Melinas Füßen stromert gerade eine Katze. Guckt dann zu ihr hoch, macht. Ich fauche zurück. Macht einen Buckel. Da hast du. Da hast du zwar recht, aber es ist doch immer noch besser, als einfach nur sich in die Wohnung zu setzen und abzuwarten, oder? Ja, das stimmt. Ich habe auch nicht vor, in der Wohnung zu sitzen und abzuwarten. Aber ich weiß nicht, ob wir uns nicht eher mit greifbareren Verbündeten irgendwie auseinandersetzen müssen. Was vor? Ich bin wirklich für alles offen. Für alles. Weil wenn die Tremere oder sonst irgendjemand so etwas planen, werden die das so gut planen, dass meine Vernichtung garantiert ist. Aber wir schließen jetzt wirklich nur davor, dass die Tremere diejenigen sind, die die Anklage führen, dass das gegen dich geht, ja? Erstens, weil es dein Clan ist. Denke ich, dass die sowieso für sippenhaft sind. Das heißt, wir sind mit Jonathan befreundet, sie ziehen uns in die Sache mit rein. Und wir sind auch mit Jonathan befreundet. Das heißt, wir stecken so oder so mit drin, ob sie uns damit reinziehen oder nicht. Und zum Zweiten kann ich mir nicht vorstellen, dass das aus deinem Fernsehen, was wir vorhin gesehen haben, Zufall ist. Das heißt, William steckt auch schon mit drin. Bei mir wurde mein Erschaffer ausgelöscht. Melina haben sie versucht, mit der Sonne umzubringen. Also irgendwer hat da ganz gewaltig was gegen uns. Und wenn es die Tremere sind, dann müssen wir die irgendwie aushebeln. Wir stecken jetzt alle gemeinsam in der Sache. Ja, das will ich auch gar nicht anzweifeln. Ich frage mich nur, ob wir jetzt die kostbare Zeit, die wir bis morgen früh haben, mit einer Suche nach Melele verbringen sollten, wo wir gar nicht wissen, wo der ist, oder ob wir versuchen, andere Verbündete zusammenzukriegen. Wir haben die Primogen von William hoffentlich mit im Boot. Sie scheint ihm ja wohlgesonnen zu sein und wird sich hoffentlich für ihn einsetzen. Wir müssten einfach gucken, dass was wir... Was habe ich? Zwischen euch taucht auf einmal die Maureen auf. Habt ihr von mir gesprochen? Maureen? Ja, tatsächlich. Wir überlegen, ob du dich wohl für William einsetzen wirst, weil er zu deinem Clan gehört. Morgen. Ob du für ihn ein gutes Wort einlegst. Natürlich. Ich mag meinen kleinen Jungen doch. Geht wieder zu mir. Nee. Seid brav, William. Nochmal? Das hatte ich gehofft, dass du das tun würdest für ihn. Ja, natürlich, ja. Was soll ich denn sagen? William ist ein hervorragender junger Malkavianer. Das stimmt. Ich bin sehr hervorragend. Und jung bin ich auch. Ich bin nicht ganz sicher, was man...
Ich bin nicht ganz sicher, was man sagen muss. Du hast doch vorhin erzählt, du kennst solche Prozesse und du hast doch oft genug Law and Order geguckt. Was sagen denn da die Leute, wenn die jemanden rausboxen wollen? Ja, es ist ja nun ein anstrengender, also ein schwerwiegender Vorwurf, ein Maskeradebruch. Ja. Ich glaube aber, ihr habt ja nicht nur mich als Fürsprecher, ihr habt den Prinzen ja auch noch als Fürsprecher. Der wird sein Wort wird einiges an Gewicht haben, ja, ja. Nun, aber diejenigen, die uns aus dem Weg haben wollen, wollen vielleicht auch den Prinzen aus dem Weg haben. Aber wie könnte man einen Prinzen denn aus dem Weg schaffen? Viel zu mächtig. Ich denke, da habt ihr mehr Ahnung von als wir. Wir sind relativ... Man müsste zeigen, dass er inkompetent ist. Zum Beispiel, indem er uns vertraut. Ein Prinz, der seine schützende Hand über Vampire hält, die der Maskerade schaden. Ein hervorragender Grund, den Prinz abzusetzen. Ihr wisst immer, wie ihr uns aufbauen könnt. Aber ich mag den Prinzen. Wir sind auch nicht wirklich schuldig des Maskeradebruchs, aber es wird uns vorgeworfen und irgendjemand hat sich als William, und ich zeige auch William, ausgegeben und hat vor aller Augen einen Menschen ausgesaugt. Ja, das davon hörte ich. Oh. Nun, es war aber nicht William. Dann könnt ihr das denn beweisen? Nun, er war die ganze Zeit mit uns zusammen. Naja, ihr seid ja befangen. Eurem Wort wird man wohl nicht viel glauben. Und was ist mit Porsche? Und ich zeig auf die kleine Vampirin. Wo ist sie denn überhaupt? Sie ist ja weg. Ihr habt sie ja weggeschickt. Dort hinten auf dem Spielplatz. Ja. Vielleicht können wir. Außerdem sagt sie gehört zumindest nicht zu eurer Gruppe, oder? Gehört sie zu eurer Gruppe? William, gehört sie zu eurer Gruppe? Wenn man es genau nimmt, ist Emma ihre Mama. Ja, dann. Das ist nicht richtig. Dann wird es schwierig, ja. Außerdem saß doch die ganze Zeit dieser Typ vor unserer Wohnung, von meiner Wohnung, der mich vor und gekriegt hat, dass William da war. Welcher Typ? Ich wedel mit der Hand rum und suche nach dem Namen. Dieser Typ, der unbedingt zu Porsche wollte. Wie hieß der nochmal, Melina? Prias. Oh. Ja, Prias, genau. Der kann bezeugen, dass ihr die ganze Zeit da wart. Ja. Und da fällt mir gerade ein, was sagen Ihnen, wie heißen diese Viecher? Gargäule. Gargäule. Wer befehlt Gargäule? Schaut sich so um. So schaut nach oben. Nicht hier. Nicht hier, wo denn? Vor meiner Wohnung. Ungesund. Was heißt das? Mag ich nicht, diese Viecher. Von den Tremere sind die. Helfer. Oh, noch so einer. Spionieren rum. Ja, anscheinend hat er uns in der Wohnung beobachtet. Interessant. Ihr scheint ja einiges ausgefressen zu haben, wenn sie so einen Aufwand betreiben. Also nicht, dass ich wüsste, dass ich irgendwas ausgefressen habe. Ich kann mich auch nicht entsinnen. Diese ganze Scheiße hat angefangen, als ich, und ich will so mit den Händen an mir rauf und runter, zu dem wurde, was ich jetzt bin. Und daran habe ich keine Schuld.
Ich war es nicht. Definitiv. Der es war, existiert nicht mehr. Oh, das ist schade. Für den. Für den sicherlich, ja. Wer war es denn? James. Ich weiß nicht, wie er weiter heißt. Maximus. Ah, ja. Der ist weg, tot, dann. Der mochte Katzen. Ja, er mochte vieles, aber er existiert nicht mehr. Tragisch. Warum trifft es immer die Falschen? Ich weiß nicht. Ausgleichende Gerechtigkeit. Wieso? Er hat das aus mir gemacht. Betrachtet dich so. Schön. Das war ich auch vorher. Nicht für immer. Wer will das schon? Für immer schön sein? Für immer leben. Oder ich finde das ganz angenehm. Ja, vielleicht hattet ihr auch die Wahl. Ich hätte sie jedenfalls. Ja, du hast auch eine Wahl. Du musst eigentlich einfach nur auf die Straße setzen und auf den Sonnenaufgang warten. Und schmerzhaft sterben. Ich hätte aber lieber ein langes, erfülltes Leben und würde auf natürliche Art und Weise sterben. Würde Kinder bekommen vorher, einen Mann finden, den ich liebe. Du kannst Kinder zeugen. Ein ganz normales Leben führen mit meiner Familie, die ich jetzt nicht mehr besuchen darf. Mein ganzes Leben wurde mir kaputt gemacht. Ich wollte eine Karriere und das nicht nur bei Nacht, sondern auch bei Tageslicht. Ja, es gibt ein paar Einschränkungen, das gebe ich zu. Es gibt total viele Einschränkungen. Mal ganz davon ab, dass ich jetzt irgendwelche Menschen beißen muss und ihnen dieses verdammte Scheißblut aussaugen muss. Oh, das erinnert mich daran, dass ich Hunger habe. Sie wirft die Hände in die Luft und geht ein paar Schritte genervt. Ja, sie schaut so zu William rüber. Sie hat auch keine Ahnung von dem Spiegel, oder? Nein. Ja. Obwohl, sie guckt sehr oft rein. Also, merkt man. Glaube ich. Obwohl, sie sieht ja nichts mehr. Ja, Emma ist ja gerade ein bisschen aufgelöst, ne? Ja. Ja, warte mal. Wo ist mein da? Na? Was muss ich denn da würfeln hier? Nein. Entschuldigung, dauert gerade ein bisschen, ich muss gerade was lesen. Ja, okay. Charisma, Empathie. So, jetzt muss ich noch suchen, wo hat sie denn ihr Charisma und ihr Empathie? Okay. Ein Erfolg, immerhin. Ja, dann mehr, also sie geht auf dich zu, Emma, schaut den so irgendwie, nimmt dich so bei der Hand, wo du gerade dein Rage hast und meinst du,
Na, beruhig dich doch. Beruhig dich doch. Und du merkst, wie du ruhiger wirst und dieses Panikgefühl weniger wird in dir. Ja, ich schaue sie etwas irritiert an und atme dann mal tief durch. Was habt ihr gemacht? Oh, ich habe dir gut zugeredet, dass du dich beruhigen sollst. Hat geklappt. So, ich muss was essen gehen. Kommt mit. William, was essen? Ich wäre auch für was essen. Ja, ich denke, ich könnte auch eine Kleinigkeit vertragen. Oh, ich kann mir das ja mal angucken, wie ihr das so macht. Und dann bestelle ich mir ein Steak. Dann kotzt du wieder. Gibt's da auch Kaffee? Beim Steak? Beim Essen. Weiß ich nicht. Wir können jemanden suchen, der ganz viel Kaffee getrunken hat vorher. Oh bitte, oh bitte. Ein paar Straßen weiter ist ein Starbucks. Oh, sehr schön. Na dann. Ab in den Starbucks. Ja, ich folge ihr. Wandelt so hinter ihr her. Ja, ich auch. Bin dabei. Ja, ihr seid ein paar Minuten unterwegs und dann seht ihr schon das 24/7 Starbucks-Geschäft, was relativ voll ist für diese Uhrzeit. Da scheinen gerade irgendwie irgendwelche Leute irgendwie von der Disco irgendwie nach Hause fahren und nochmal einen Abstecher beim Starbucks gemacht zu haben. Sitzen da drin, nehmen ihren Kaffee zu sich. Ja, und Maureen läuft zu schnurstracks auf den Eingang zu, reißt die Tür quasi fast schon enthusiastisch auf. Ich will jetzt mal sehen, wie ein Profi das macht und gehen daher. Ich auch. Ja, sie geht einfach schnurstracks irgendwie auch an der zur Ladentheke, geht an dem Thekenöffnung vorbei, einfach an den Bedienungsleuten einfach vorbei, geht nach hinten, die gucken hier so, hä, was, wie, wo? Moment, stopp! Läuft hinter ihr her. Ja, ich laufe auch hinter ihr her. Maureen? Ist das ihre Mutter? Na, guckt sich so an. Nee, ist sie nicht. Bekannte vielleicht? Schwiegeroma? Tante von ihm da und ich zeige auch William. Ja, es ist definitiv meine Tante. Ja, Maureen setzt sich irgendwie in dem Hinterraum vom Starbucks irgendwie auf den Boden. Und Morte famos, nur damit ihr es wisst. Und ich gehe zu ihr und schaue sie fragend an. Und jetzt? Essen. Bitte. Ja? Warte mal. Jonathan? Jonathan? Ja? Kann ich deinen Hut haben? Natürlich, bitte. Ja, nimmt den Hut, schmeißt den so oben in der Ecke über die Kamera und fällt über die Frau her. Die das dann relativ schnell mit sich machen lässt. Muss ich mir merken. Das ist genial. So, trinkt nun kurz, lässt dann von der Frau ab, guckt ihr in die Augen, meint so, so, und jetzt reparierst du die Kamera, und zwar für die restliche Woche. 24 Stunden. Die ist kaputt. Die musst du unbedingt reparieren. Und sie so, ja. Gut, ich bin satt. Noch wer? Ich schaue so unschlüssig erst Maureen an und dann so in die Runde und dann. Ja. Denk dran, wir dürfen von einem nicht allzu viel nehmen, sonst
Nee, ja, das ist nicht auch Entschuldigung, kann ich mal. Ich muss die Kamera reparieren. Hm. Ich nehme dann meinen Hut wieder von der Kamera runter. Ja, nimmt sich so ein Hocker, steigt oben drauf. Von vorne hört man jetzt so ein Klingeln so. Hallo, ist hier irgendjemand? Bedienung! Ich würde mal Emma angucken, ein potenzieller Kunde. Seit wann mache ich Kaffee? Warte mal. Kindchen. Die Kamera ist bestimmt gar nicht hier kaputt. Vielleicht machst du sie kurz aus, also die Kamera, das Kamerasystem. Vielleicht liegt es da dran. Ja, genau, darin kann das liegen. Geht in. Raus. Ah, schön. Ja, dann gucke ich mal so aus der Tür raus in den. Ich nenne es mal Schankraum. Und schau zu dem, der da so klingelt. Ja, es ist so ein etwas dicklicher Mann mit Halbglatze. Will mein Kaffee! Hallo! Du da! Arbeitest du hier? Keine Uniform an. Könnten Sie vielleicht einmal nach hinten kommen? Ich hätte da ein Problem, Sie könnten mir eventuell helfen, dann kriegen Sie auch den Kaffee umsonst. Oh, umsonst? Kaffee umsonst ist super. Ja. Was, klar, was gibt's denn? Ja, kommt er nach hinten? Ja, klar. Ja, dann schließe ich die Tür hinter ihm und schaue so die anderen an. Guten Abend. Guten Abend. Wo ist das Problem? Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Schon? Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Das ist nicht sonderlich gut. Alle wissen, wer ich bin. Nein. Geht's wieder so Richtung Tür? Wer steht an der Tür? Ansonsten würde er wieder rausgehen. Emma hat hier hinter ihm zugemacht, ne? Ja, ich stehe immer noch da. Melina, das ist die Dame da drüben, wollte etwas von Ihnen. Ist das so? Ja, schauen Sie, da drüben. Sie braucht Hilfe. Und ich schaue sieht so nicht danach aus, dass sie Hilfe braucht. Was soll das Ganze hier? Auffordern zu Melina. Was wird das denn jetzt für eine Aktion? Hallo? Ja, komm mal mit, da ist so ein Lager und da brauche ich was aus dem Regal und ich komme da nicht ran. Guckst du an dir hoch und runter? Lager, das ist so einen halben Kopf kleiner als du. Ja, für Räuberleiter, du siehst echt stark aus. Guck zu William. Der ist das totale Weichei. Das glaubst du nicht. Hä? Boah, also, Leute, der ist hier alleine drin. Die Kamera läuft nicht. Ich beiß den jetzt. Ja, mach. Also der wird sich aufgrund der Enge hier in dem Raum nicht großartig wehren können gegen dich. Wie viel möchtest du denn trinken? 3 durfte man maximal, ne? Oder? Kommt auf den Menschen. Ich bin mal 3. Ja, okay. Der sieht dick aus, der kann das. Ja. Dann darfst du dir 3 Blutpunkte aufschreiben. Weil der sackt so auf die Knie zusammen und bleibt auf dem Boden liegen. Mit so einem seligen Gesichtsausdruck. Ich spreche die Tante an, wenn die wieder aus dem Zimmer rauskommt. Ich warte, darf ich noch eben? Ich würde den nochmal so ein bisschen wieder hochpäppeln und. Ja, der kommt gerade nicht mehr zu sich. Also gerade jetzt, also wenn du dem so gegen ins Gesicht patscht. Okay. Dann mache ich ihm so ein Einhorn-Frappuccino-Ding, was die dabei kaputt bei Starbucks länger hatten, mit diesem furchtbaren Zuckersirup-Zeug.
Aha, da kennt sich jemand aus. Mhm. Ja? Ja, ich, ja. Und mit diesem Zuckersirup-Zeug. Und guck mal, ob ich ihm dann, wenn ich, bis ich das fertig habe und so, und dann haue ich ihm ins Gesicht und gebe ihm das und sage, so komm, jetzt gehen wir mal wieder nach vorne und so, ne? Das war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu süß für dich, ne? Komm, setz dich mal ganz in Ruhe hin, trink das in Ruhe auf, der Zucker kickt gleich rein. Ja, der ist gerade nicht mehr bei Bewusstsein, aber du kannst ihn halt so tragen und dann nach draußen in die. Ja. Die Leute gucken irgendwie komisch, dass du den da in den normalen Gastronom rüberträgst. Furchtbar Kreislauf gekriegt, der arme Kerl. Ich habe ihm direkt hier von unserem besten Zuckerzeug was gegeben. Der geht gleich wieder. So. Juckt die Leute sonst nicht. Unterhalten sich weiter. Oh, Melina hat was gegessen. Maureen hat was gegessen. Ich wollte die Kinder, die dann wiederkommt, fragen. Oh, du roboterst gerade fürchterlich. Nochmal. Es wird nicht besser. Nochmal ein paar Sekunden warten. Nochmal. Ganz weg. Ist denn der Joe noch da? Hallo? Auch nicht mehr da. Haben wir wohl die Connection verloren? Ach, jetzt kommt was. Hallo? Hört ihr mich? Ja, jetzt hören wir dich, ja. Wir haben gerade irgendwie Internetprobleme. Ja, das habe ich mir gedacht. nee, ich wollte die Bedienung fragen, wer von den Kunden draußen denn schon gut abgefüllt ist mit Kaffee. Alle? Aber ich muss jetzt die Kamera reparieren. Ja, ich wollte sie auch nicht stören. Ja, dann gucke ich nochmal nach, oder gehe jetzt auch nach draußen in den... ich nenne es immer noch Schankraum, zurück und schau mal, wo ein süßer Kerl sitzt. Ja, alleine, sind jetzt... ohne Frau. Ganz alleine sitzt da leider keiner. Aber nee, nicht ganz alleine, aber ohne Frau. Ohne Frau, ja, da sitzt eine Gruppe älterer Herren, ja. Also was heißt ältere Herren? Wahrscheinlich so um die 40 oder so. So in meinem Alter. Ja, die sind, ich weiß jetzt nicht, also die sind jetzt nicht so deine Kragenweite, aber ja, es sind zumindest allein Herren, die hier so sitzen und Kaffee trinken. Und wahrscheinlich haben wir dich wieder verloren, hä? Wie das aussieht. Klingt ein bisschen so, ne? Es sagt nichts mehr. Ja. Ist noch jemand irgendwie gerade im Aufbruch oder sind so ein bisschen immer am Rausgehen, weggehen? Ja, just in diesem Augenblick steht so ein Pärchen gerade auf, wollen gerade rausgehen, ja. Pärchen ist nicht so gut. So, zack, gehen sie raus. Aber es ist irgendwie auch doof, wenn wir die beiden jetzt verloren haben. Ja. Jonathan beguckt sich das Schauspiel skeptisch. Ja. Ich guck mal, was man so für Tricks anwenden kann, sollte ich mal meinen Becher verlieren. Aber im Moment habe ich es etwas einfacher. Aber ich fühle mich auch in keinster Weise hungrig. Ja. Du musst jetzt keine Blutpunkte für das Feuer ausgeben, ne? Nee, das ist nur ein Willenskraftwurf. Hm. Ja, Melina? Ich würde super gerne nochmal was ausprobieren, aber dafür bräuchte ich eine einzelne Person. Ja, die sind, also ein Einzelnes ist hier keiner. Die sind hier alle in Gruppen.
Würde einen Guck mal, der Meister geht halt auch nicht auf mich ein, wenn ich sage, ich würde gerne was ausprobieren, ne? Ey. Kannst ja versuchen, welche zu separieren. Also geht natürlich, ja. Was halt nicht ist, ist nicht. Ja, ich sehe das ein. Was ist denn so draußen an der Straße los? Ja, wie gesagt, es ist ja schon fortgeschrittene Stunde. Das heißt, es wird so nicht sonderlich viel los sein. Und wieder fährt ein Auto vorbei. Irgendwo hier in der Nähe muss wohl irgendwie eine Bar oder ein Disco oder sowas sein, weil halt hier irgendwie zwischendurch so mal ein paar Leute irgendwie auf der Straße rumlaufen, Richtung Starbucks laufen und so. Mhm. Aber viel ist nicht los. Was ist denn dein Plan? Was hast du denn vor? Ich wollte mal einen Skill ausprobieren, den ich noch nie genutzt habe. Aber das weiß ich, ich muss gerade nochmal nachlesen, ob ich das auch auf mehrere Personen kann, aber ich glaube, es geht nur auf einen. Sagst du, was kann ich jetzt kurz machen? Ja, Temporis Stufe 2. Mm. Ich glaube, das geht nur. Ne, Single Victim steht hier. Da ist die Katze aus dem Sack. Geht nicht. Er hat mir das doch jetzt angeboten. Das ist doch jetzt echt OT. Glaubst du wohl nicht, dass der Tremere sein Vampire-Regelbuch in der Hosentasche hat und sagt, genau. Komm, ich helfe dir, mit deinen Kräften umzugehen. Also bitte. Ich bin jetzt aber auch gerade über für Temporis, steht jetzt nicht als Disziplin. Ja, das geht nur auf einen, ist egal, brauchst du nicht mehr. Okay. Na gut. Muss mal gucken gerade. Nee. Hab ich dafür das? Nee. Schon gut. Ich muss hab gerade was geguckt. Ja, wir warten. Ich warten jetzt noch ein bisschen irgendwie, ob die beiden wiederkommen. Die sind ja gerade jetzt komplett rausgeflogen. Ja. Dann können wir eine kurze Pause machen. Leute, bespaßt euch mal ein bisschen für 5 Minuten selber. Wir machen eine kleine Pause. Bis später.
So. Wir sind wieder da. So, und Melina hat ein neues Clan-Symbol. Nur für euch im Chat. So, und genau, und ja, Emma wollte gerade irgendwas machen und war roboterig und wir haben es nicht verstanden. Na, ich wollte im Prinzip einen der Männer bezirzen, der noch am besten aussieht, und ihn fragen, ob er nicht mit mir mitkommen möchte. Ja, dann mach doch mal einen Test, ob du den guten Herrn bezirzen kannst auf Karis. Obwohl, wie möchtest du ihn bezirzen? Das ist jetzt eine gute Frage. Mit meinem Sexappeal. Dann ist es weniger Charisma, mehr Appearance, würde ich sagen. Und Appearance und was nehmen wir denn da mal? Empathy vielleicht. Zwei Erfolge. Ja. Dann gehst du zu dem hin und machst den ein bisschen an. Und seine Kumpels machen schon so. Und ja. Hey, wie wär's denn mit einem Spaziergang? Nur du und ich und diese wunderschöne Nacht. Guckt sich so sein Kumpel so. Klar, sicher. Auf jeden Fall. Ich reiche ihm so den Arm. Ja. Und dann stehe ich mit ihm aus dem Laden. Mhm. Alles klar. Und bei nächstbester Gelegenheit in eine ruhige Gasse, schaue mich noch um und dann würde ich erst mich so an ihn schmiegen, übliches Palaver ihm so mit der Zunge über den Hals fahren und dann. Ja. Wie viel möchtest du trinken? Ich gehe auf Nummer sicher und nehme nur zwei. Also er soll nicht zusammenbrechen. Gut, dann zwei Blutpunkte kannst du dir aufschreiben. Der Mann ist selig in deinen Armen. Siehst du, so geht das, Melina. So kann man Leute separieren. Dann würde ich noch eine Weile ihn zur Besinnung kommen lassen und dann mit ihm zurückgehen und sagen, es war echt nett mit dir. Ich bringe dich mal zurück zu deinen Freunden. Und da würde ich ihn dann auch wieder abliefern, den anderen nur noch so zuwinken und dann meine Leute suchen. Ja, das hat eine ganze Zeit lang gedauert. Was macht ihr in der Zeit, wo Emma naschen geht? Uns einen Schlachtplan überlegen, oder? Was machen wir jetzt? Also, ich glaube, wir sind ja immer noch auf der Fährte, uns irgendwie Verbündete zu suchen. Und ich glaube tatsächlich, was Jonathan angeht und was trotzdem dann irgendwie uns alle angeht, ist Menele unser stärkster Verbündeter, den wir irgendwie zusammenkriegen können. Gerade auch, weil die Frage ist, inwieweit wir auf die anderen Verbündeten in der Stadt. Wer soll das denn sein, Menele? Trauen können. Hä? Wer hat das jetzt gesagt? Potter? Nein. Eure ältere Begleitung. Ach, die ist auch dabei. Shit. Ja. Was hat euch da reingegangen? Aber ich dachte, die wäre schon längst wieder weg. Ja. Und sonst müssen wir irgendwann mal gucken, weil wenn Lodin jetzt vielleicht auch rausgebotet werden soll. Bin ich gegen. Bitte? Dass er ausgebotet wird, ja. Wir auch, aber hilft uns ja nichts. Wir sind auch dagegen, dass wir angeklagt werden, hilft uns auch nichts. Zumindest ist in der Nähe von dem Tierheim, in dem ihr wart, irgend so ein junger Fatzke rumgelaufen, der genau das sagte, dass
Odin und Kamaria und Blöd und so. Ach, Damien, ja. Traut er sich nur nicht öffentlich zu sagen. Aha. Und dann nicht den Schneid zu. Halbstarker, ich verstehe. Unterschätze ihn nicht. Sein Äußeres täuscht. Er ist älter als ich. Aha. Für wie alt hältst du mich? Oh, ihr maximal 100 oder so. Also das war jetzt nicht sehr schmeichelhaft, Jonathan. Ja, sie guckt auch ein bisschen betroffen. Bei wem? Also ich weiß ja nicht, wer dir den Umgang mit Frauen gelehrt hat, aber derjenige scheint keine Ahnung zu haben. Niemand? Ja, das erklärt einiges. Also, Maureen, ihr seht höchstens aus wie 35. Ach, Schmeichler. Recht muss Recht bleiben. Ich nicke und mache ein total verwirrtes Gesicht. So, meine Lieben. Aber wer ist jetzt dieser Menile? Venedig, das ist eine Stadt. Ja, aber das haben Sie nicht gesagt. Das weiß ich nicht, ich habe nicht zugehört. Das ist dein Problem, nicht wahr? Was? Dass du nicht zuhörst. Naja, 80% der Zeit höre ich zu. Versuch's mal mit 100% der Zeit. Aber wann soll ich dann noch wrestlen? Ich glaube, das ist eh vorbei. Nein. Doch. Ich habe immer noch den Wrestling-Gürtel. Nein. Doch. Das geht nicht. Moment. Jonathan? Ja? Erkläre ihr, dass das nicht geht. Was? Dass ich nicht mehr wrestle. Ja, dann wäre er bestimmt ziemlich traurig. Aber du hast schon mitbekommen, dass... man offiziell denkt, dass du jemanden getötet hast und da werden die dich wohl nicht mehr an die Liga lassen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich war das ja nicht. Ich saß bei... Den Menschen kann man viel erzählen, weil die glauben nur das, was sie sehen und hören und anfassen können. Wenn sie dich gesehen haben, wie du jemanden umgebracht hast, dann war es für die Menschen wohl so. Naja, denk bitte daran, dass das Wrestling, dass der Wrestling-Zirkus immer eine gute Show bietet und vielleicht. Naja, gut, alle, darüber kann man sich jetzt ja unterhalten. Stimmt, wenn ich nicht daran beteiligt bin, dann ist es halb so gut. Naja. Also meine Stimme habt ihr schon mal. Vielleicht... Wofür? Naja, in der Abstimmung. Wenn man gegen euch abstimmt. Darf ich für mich selber stimmen? Du hast keine Stimme. Die Primogenen haben Stimme. Nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, Maureen. Wir haben eure Stimme dafür, dass wir... Na, dass ihr nicht schuldig seid. Ah, danke. Ich wollte nur sicher gehen. Mhm. Welche Promogenen würden denn noch abstimmen? Na, alle. Ja, wer ist denn noch Primogen? Die Brucher und ja, die Gangrel, Nosferatu, die Toreador, die Tremere, die Ventru. Dann schaue ich mal erst zu Melina, dann zu Emma rüber. Stimmen fangen. Vielleicht wäre das keine schlechte Strategie. Ich kann von vornherein sagen, dass wir zu den Tremere nicht zu gehen brauchen. Nee. Na, die sind ja an die Anklagenden. Ich denke, das ist Verschwendung.
Wer ist denn der Primogen von den Bucher? Ich kenne den nicht. Der Primogen der Bucher ist Doktore. Wie Doktore? Der Doktor. Kritias, ja. Der Doktor. Echt? Den kenne ich. Ha! Das ist gut. Oh, läuft der Damien da noch? Der sagt, er kennt Kritias. Vielleicht weiß der, wo der ist. Der ist Kritias, ist meistens im Succubus-Club oder in der Uni. Ich würde da gerne hingehen. Zur Uni oder zum Succubus-Club. Ja, also den suchen auf jeden Fall. Vielleicht erstmal zur Uni. Okay, könnt ihr machen. Da habt ihr zumindest den auch schon mal abgecheckt, je nachdem, ob ihr ihn überzeugen könnt oder nicht. Dann fehlen nur noch die Gangrel, die Nosferatu, die Toreador und die Tremere und die Ventru. Kleinigkeit. Aber das machen wir heute nicht mehr. Brauchen wir da eine 51% Mehrheit? Weiß ich das? Kommt auf die Art, also auf den Prozessverlauf drauf an, also wie stark die Sachen sind. Aber meistens braucht man einfach nur eine einfache Mehrheit. Vieles wird auch einfach vom Prinzen schon vorher so geregelt, aber wenn er das aus irgendeinem Grund nicht kann, dann wird halt unter dem Primogen abgestimmt. Und dann reicht normalerweise die normale Mehrheit. Ja, und schauen wir mal, ob die Leute den Kritias und die anderen Primogenen noch überzeugen können. Die Toreador Primogen ist wahrscheinlich etwas einfacher, da ja Lodin Toreador ist. Ja, Moment, stopp, das stimmt gar nicht. Der ist Ventru, oder? Ja, der ist Ventru. Ventru ist noch besser. Nee, der, wie heißt er hier, der aus Gary war Toreador, genau, die habe ich gerade verwechselt. Der Modius, der war ja Toreador. Aber Lodin ist Ventru. Er ist nicht selbst Primogen, wenn er Prinz ist. Stimmt, der ist selber nicht Primogen dann, genau. Ja. Aber der wird euch sicherlich sagen können, wer die Ventru anführt. Ja, und das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Spielen und fürs Zugucken. Ich hoffe, das neue Layout ist jetzt nicht irgendwie zu unruhig oder so. Könnt ihr ja mal in die Comments schreiben, wie es euch gefällt. Wahrscheinlich spielen wir in 2 Wochen weiter. Wenn da nichts dazwischen kommt, halt alle 2 Wochen. Und wann genau wir weiterspielen, das seht ihr auf dem Nerdpool. Die Adresse läuft da oben durch. Könnt ihr mal reingucken. Und ansonsten schaut ihr am besten auch mal bei Zero und Joe auf dem Kanal oder bei Mischka auf dem Kanal vorbei. Da gibt es auch mal ganz viel. Bei Zero und Joe in letzter Zeit weniger. Aber da kommt bestimmt auch wieder was, oder? Sollte eigentlich. Also spätestens Donnerstag sollte eigentlich, wenn nichts dazwischen kommt, mit John Sinclair irgendwas weitergehen. Ja, seht ihr mal. John Sinclair, wenn ihr das mögt, schaut ihr bei Zero und Joe auf dem Kanal. Wie heißt der nochmal genau? Das ist so ein komisches Zero und Joe to go. Genau, Zero und Joe to go. Sucht das mal auf YouTube und dann... Bisschen mehr Begeisterung, ja? Ja, ist doch gut. Ich kann mir nur den Namen nicht mehr haben. Also Zero und Joe to go, kann man sich, eigentlich kann man sich das gut merken. Ich weiß gar nicht, warum ich es mir nicht merken kann. Zero und Joe to go, mit John Sinclair. Ich finde John Sinclair toll und vor allen Dingen finde ich die ist das immer noch die Runde mit dem Kaff oder habt ihr inzwischen eine neue angefangen? Nein, ist noch die gleiche. Genau. Ich bin da noch nicht so wand. Ich hänge noch im ersten Stream, aber bis dahin fand ich die Gruppe schon mal sehr ulkig. Also das lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Und was geht bei Mischka RPG so? Ja, in einer halben Stunde der Sabbel-Stream über die RPC. Ja, dann kommt ihr rüber auf YouTube und dann schaut ihr dem Mischka beim Sabbeln zu. Könnt ihr es auch allerdings hier bei Twitch bei mir gucken, was euch lieber ist. Oder bei Twitch, ja. Wie ist dein Twitch-Kanal, Mischka? Mischka RPG. Okay. Ja. Also Mischka_RPG. Leopardin hat keinen Kanal, da muss ich keine Werbung machen. Alles andere erfahrt ihr auf dem Nerdpool. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ciao.